Eine Möglichkeit, Animationen zu erstellen, ist mit Stop Motion. Ich habe hier ein Dreieck gezeichnet mit den Winkeln und jetzt kann ich ganz einfach hier diese Folie duplizieren und dann kann ich hier arbeiten. Hier kann ich schon die ersten Veränderungen vornehmen. Das dupliziere ich mal hier hin, das dupliziere ich mal hier hin und das dupliziere ich hier hin und dann kann ich diese Folie wieder duplizieren und dann hier weiterarbeiten. Das fliegt schon ein bisschen in die Richtung. Hier rüber und das hier rüber und dann wird das auch schon mal ein wenig gedreht. Und auch hier kann ich dann wieder duplizieren und da weiterarbeiten. In die Richtung, in die Richtung und in die Richtung und das auch noch ein bisschen weiter drehen. Ich habe das einmal weiter vorbereitet. Hier sieht man das. Und dann sieht das ein bisschen flüssiger aus, wenn ich dann alle Folien hintereinander abspule. Das sieht dann ungefähr so aus. Das Ganze kann ich auch aufnehmen mit einer Software, wenn ich dann ein Video draus machen will. Bei mir hat das mit R5 nicht so richtig gut geklappt mit der Bildschirmpräsentation, aber wenn man das hier macht, dann kann man auch das Fenster bestimmen, wo aufgenommen wird. Da empfehle ich zum Beispiel hier OBS Studio. Das ist super, das gibt es für alle Plattformen, alle, ja, für Windows, Mac und Linux. Ist Open Source. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.